Seit einiger Zeit reiten die drei Gestalten durch die tiefe Nacht Englands. Auf Kutschen von Händlern oder anderen Reitern treffen sie dabei vergeblich. Warum auch zu dieser Zeit? Schweigen trägt dabei meist die Atmosphäre, neben der weiter und weiter aufkommenden Müdigkeit und dem hoffnungstreibenden Willen, dem Fest der Liebe doch nicht den Garaus zu machen. Neben dem Rauschen des Windes und dem damit verbundenen Schnee im Gesicht tut sich am Horizont ein Licht auf. Dann noch eins und noch eins. Ist das Manchester? Jawohl, Sir. Na endlich! Eine lange, beschwerliche Reise auf dem harten Pferderücken von Max und Moritz haben die drei hinter sich. Mit Freude reiten sie in die verschneite Metropole ein. Immer höher werdende Gebäude lassen die Reisenden hinter sich, doch im Gegensatz zu der bisherigen einsamen Strecke herrscht in Manchester selbst vor Nachtstunde noch Leben. Händler bauen ihre Stände auf und ab, Kutschen werden be- und entladen und die Bäcker der Stadt gehen ihrem täglichen Handwerk nach. Warum ist hier denn noch so viel los? Wollen die alle nicht schlafen? Herr John, wir haben bereits den 15. Dezember. Das Weihnachtsgeschäft in der Großstadt schläft nicht. Stimmt. Wenn die nur wüssten. Kein Wort, John. Die Leute brauchen nicht, um den Zustand des Weihnachtsmanns zu wissen. Na klar, wo geht's hin, Basti? Jonathan blickt hinter sich, wo der dürre Butler auf dem gleichen Pferd seine Hüfte umklammert. Zum eigentlichen Anwesen des Sir Mutes. Wenige hundert Meter noch. Und Sie haben einen Schlüssel, nehme ich an? Selbstverständlich. Und was war nochmal unser Plan, um Weihnachten zu retten? Wir haben noch keinen John. Ach ja, hab ich vergessen. Jetzt sei nicht so. Wenn uns jemand helfen kann, dann dieser Wahnsinnige. Niemand hat sich in letzter Zeit mehr als er mit diesem Fest beschäftigt. Das ist wohl wahr, Madam. Geeint reiten die Hoffnungsträger des Festes tiefer in die Stadt, bis in das Herz der Bessergestellten. Dort ist kein Mensch mehr auf der Straße und fast kein Licht mehr leuchtet. Außer bei dem Haus von Sir Mutes. Offenbar ist mein Lord noch wach. Folgen Sie mir. Beim Versuch, elegant vom Pferderücken zu steigen, purzelt Butler Basti auf den kalten Stein und beschmutzt seine Uniform ein wenig. Geht es Ihnen gut? Bestens. Kommen Sie. Butler Basti geht voran zur Pforte von Sir Mutes. Madam Smythe und Jonathan Ocean steigen ebenfalls von Max und Moritz und folgen dem Angestellten. Na los, schließ auf. Natürlich, Sir. Der Butler greift aus der Innentasche seiner Jacke einen vollen Schlüsselbund hervor, greift nach dem größten, vergoldeten, führt ihn in das Schloss ein und öffnet die gigantische Eingangstür. Das majestätische Anwesen offenbart sich Larissa und Jonathan. Geschmacklos, aber teuer. Treten Sie ein. Dankeschön. Madam Smythe und Jonathan Ocean folgen Butler Basti durch das viel zu große Anwesen und durch ein paar prunkvoll eingerichtete Räume, bis sie vor der hohen Tür zum Foyer stehen. Butler Basti öffnet diese unter einem lauten Knarren des edlen Holzes und ein Anblick sondergleichen bietet sich den drei. Mitten im Foyer nimmt Mauritius Robert Mutes, der Marzipan-Mogul Manchesters, in einer hochwertigen Marmorbadewanne ein Bad in unzählbar vielen Geldscheinen. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht blickt er die überraschenden Gäste mit großen Augen an. Was machen Sie denn hier? Butler Basti, haben Sie diese Übeltäter einfach reingelassen? Tja. Jetzt hör mal zu, du Fatzke. Du wirst jetzt bezahlen für den Mord am Weihnachtsmann. Mord? Ich darf doch wohl bitten. Ich hatte nichts damit zu tun. Nichts damit zu tun? Ja, nix. Der Marzipan-Mogul erhebt sich aus dem Geldbad, nackt, und zeigt sich seinen Gästen vollständig in seiner dürren Statur und vollen Natur. Darum geht es jetzt nicht. Meine Herren, wir haben Wichtigeres zu tun. Sir Mutes, Sie müssen uns helfen, Weihnachten zu retten, und bitte ziehen Sie sich was an. Meine Hilfe? Butler Basti zieht sich einen kurzen Moment zurück und holt aus dem Nebenzimmer einen seidenen Bademantel, den er seinen Lord umlegt. Warum denn ausgerechnet meine Hilfe? Sie sind der einzige Mann, der sich mit den magischen Begebenheiten um Weihnachten beschäftigt hat. Wenn einer eine Idee haben könnte, wie man das Fest noch retten kann, dann leider Sie. Sir Mutes muss schmunzeln. Freiwillig hatte noch niemand um seine Hilfe gefragt. Nun, ich muss sagen, auf dem Heimweg wurde mir klar, dass ich Weihnachten doch ein wenig schätze. Aber meine Hilfe ist teuer. Was wollen Sie? Geben Sie mir drei gute Gründe, warum ich Ihnen helfen sollte. Drei nur.